Ja, ich würde sagen, wir starten langsam mal rein. Wir haben heute nämlich die wundervolle Gastexpertin Katja Staud da. Katja ist nämlich ja, Online-Business-Mentorin bzw. Next-Level-Business-Mentorin und hilft euch, euer Business auf das nächste Level zu heben quasi. Und Katja ist heute mit einem ganz, ganz spannenden Thema hier, nämlich dem inneren Business-Kompass und Intuition und Business ist gleich Magic. Katja, magst du uns mal erzählen, was es mit diesem magischen Titel so auf sich hat? Ja, gerne, gerne. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich, in so viele Gesichter zu schauen. Also schön, dass ihr da seid und auch schon so aktiv im Chat seid. Und ja, tatsächlich, genau, den Titel haben wir ja extra so benannt, weil du hast es gerade so schön angeteasert. Wenn es um das Business geht, dann denken wir ganz oft so in Zahlen, Daten, Fakten. Und welche Entscheidungen wir diesbezüglich treffen. Und heute soll es darum gehen, wie die Zahlen, Daten, Fakten kombiniert mit der inneren Stimme, mit der eigenen Intuition verknüpft werden können. Vielleicht noch viel mehr im Alltag, als man es jetzt halt schon macht, ja. Und was die Intuition einfach auch für eine Basis ist, um die nächsten Schritte zu gehen. Und tatsächlich wird dann sehr, sehr vieles sehr viel einfacher. Also wer jetzt noch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen struggelt oder immer mal Momente hat, dann, wo man so rankommt und sagt so, oh, warum bin ich hier schon wieder gelandet? Genau, dafür ist die Session heute da. Und das hat einfach auch ganz viel, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, aber es hat einfach ganz viel so mit der eigenen Energie und mit ja, eine Magie dann in dem Sinne zu tun, weil eben sehr, sehr vieles einfacher wird. Genau, vielleicht das mal so als kurzen Teaser. Klasse. Dann sehr gerne kannst du natürlich direkt reinstarten, deine Präsentation teilen. Mache ich das direkt? So. Okay, so, ich sehe euch hier. Perfekt. Also wir sehen es auf jeden Fall genau. Vollbild ist es und dann, das ist deine Bühne. Sehr, sehr schön. Also ja, wie gesagt, ich habe es ja gerade eben schon gesagt, wir haben den Titel auch so gewählt. Es geht heute um den inneren Kompass in deinem Business, ja. Und du wirst auch merken, dass wenn ich jetzt darüber rede und wenn ich dir auch ein paar Schritte oder ein paar Empfehlungen mit an die Hand gebe, dass es eigentlich mehr als nur um das Business geht. Ja, es geht ja natürlich um dein Leben, weil du hast dich auch aus einem bestimmten Grund selbstständig gemacht. Ich gehe mal stark davon aus, dass viele, die hier heute teilnehmen oder die sich das anschauen, zumindest teilselbstständig sind oder eine Idee haben, ein bisschen mehr aus ihrem Leben zu machen. Genau, und da vielleicht auch einen inneren Drive haben. Genau, also darum soll es heute gehen. Und ich stelle mich einmal ganz kurz vor. Jasmin, du hattest zwar schon ein, zwei Worte zu mir gesagt. Genau, ich bin Katja Staud und ich habe zusammen mit meiner Businesspartnerin Jennifer Boost mein Business gegründet. Und wir kommen ursprünglich aus dem Marketing und haben sehr, sehr schnell gemerkt, dass das Thema Kundengewinnung einfach noch viel größere Kreise zieht. Ja, es geht halt tatsächlich nicht nur um das reine Marketing und um die Expertise dahinter, sondern eher darum, dass wir auch mal schauen, wie können wir denn eigentlich auch die Businesswelt, so wie sie hier und heute existiert, wie können wir da eigentlich so unseren eigenen Weg finden, ja, unsere eigene Stimme, unseren eigenen Ausdruck auch finden, um dann eben genau das zu tun, was wir wollen, ja. Also da kommen wir dann gleich nochmal drauf zu sprechen, aber ne, es geht ja auch wirklich darum, so warum macht man sich denn eigentlich selbstständig und warum geht man denn diesen Weg? Da hat man ja auch eine Idee dahinter. Und auch wenn man das nicht immer so benennen kann, genau, lade ich dich heute einfach mal ein, so aus so einer sowohl als auch Perspektive alles zu betrachten, auch alle Dinge, die jetzt so hochkommen. Vielleicht kommt an der einen oder anderen Stelle auch ein Widerstand hoch, das ist total okay. Nimm das einfach mal an und so ein bisschen weg von diesem Entweder-Oder-Denken, ja. Es ist ja, wir alle kriegen es immer so vorgelebt, so dieses, hey, entweder muss ich mich entscheiden für Familie oder Geld, ja, oder für Zeit oder Geld. Und ne, so mein Grundgedanke, unser Grundgedanke ist halt, in allem, was wir tun, und wir haben uns heute so einen kleinen Ausschnitt, habe ich mir rausgesucht, zu so den inneren Kompass, die Berufung eben auch mal anzuschauen, da einfach mal von diesem Entweder-Oder wegzugehen und eher so in dieses Sowohl-als-auch-Denken zu gehen. Und das kann man lernen, ja, das kann man trainieren. Und genau, da
Das ist auch so unsere Mission, da die Welten ein bisschen für zu öffnen und so ein bisschen den Weg und auch Vorreiter zu sein, da auch mal ein bisschen anders zu denken. Und klar, ne, Zahlen, Daten, Fakten, wir wollen alle was verdienen, wir wollen alle, haben alle mehr oder weniger vielleicht große Visionen. Die dürfen wir natürlich nicht außer Acht lassen, aber die Kombination aus allem, ja, auch wie wir Entscheidungen treffen, die ist einfach wichtig. Genau. Und ich komme oder ich gehe mal, starte mal mit der Frage, kann eigentlich jeder so diese eigene Berufung, also die eigene Mission, den eigenen inneren Kompass? Ja, es ist eigentlich egal, wie du es für dich nennst. Also benenne es so für dich, dass du dich wohl damit fühlst. Ich switche hier tatsächlich immer mal so ein bisschen und genau, da kannst du jetzt selber mal ganz kurz bei dir schauen, so kommt da gleich ein Ja, na klar, oder kommt so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, dann genau, guck da einfach mal, was da kommt, ja. Und der Gedanke dahinter ist, dass wirklich, oder wie ihr euch jetzt von dem, was ich schon angeteasert habe, ja vorstellen könnt, ist, bin ich der festen Überzeugung, dass jeder seine Berufung finden kann. Ja? Und wenn wir das mal aus der Perspektive betrachten, und da bringe ich, also gebe ich dir heute mal sechs Schritte oder sechs ja, mögliche Themenbereiche mit, die du auf jeden Fall anschauen kannst, ja, ist es einfach, wenn man so seine Basis auch gefunden hat, und das hat eben was mit deinem inneren Kompass und das hat eben was mit deiner Intuition und deinem Bauchgefühl zu tun und deiner Bauchentscheidung, ist es einfach das schönste Geschenk, was du dir machen kannst, wenn du deine Berufung gefunden hast. Ja, was auch immer Berufung für dich bedeutet, ja, das ich nenne es auch gerne Leidenschaft, ja, was auch immer deine Leidenschaft ist, ja, wenn du noch erfüllter mit dieser Leidenschaft oder wenn du dieser Leidenschaft nachgehst, noch glücklicher und noch motivierter einfach durchs Leben läufst, hat einfach jeder was davon, ja, du im allerersten Schritt, deine Umgebung und deine Kunden und Kundinnen daneben auch. Ja, wir alle kennen dieses, es ist fast schon so ein plattes Beispiel, ne, im Flieger, genau, wenn die Sauerstoffmasken rauskommen, dann hilfst du dir natürlich zuerst, um den anderen dann auch zu helfen. Und so ist es einfach auch. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Das ist eine der großen Messages, die ich heute tatsächlich mitgeben will, unter anderem, dass wir immer mal wieder auch im Alltag darauf gucken, dass wir uns Tools aufbauen, die uns immer wieder bei uns ankommen lassen und die uns immer wieder mit uns verbinden lassen. Und dann erst handeln wir, ja, dann erst entscheiden wir. Ja? Und ich will, genau, doch, ich kann schon weitergehen. Ich will noch mal einen Gedanken mitgeben, dass wir vielleicht auch bei dem Thema Berufung ist es ganz oft so, ach, wir finden jetzt unsere Berufung. Yes, okay. Und dann gehen wir los. Und vielleicht geht es einfach. Oder dürfen wir uns da ein bisschen von verabschieden, die eine Berufung zu finden? Sondern vielleicht ist es gar nicht wichtig, ja, dieses eine Ziel zu finden. Weil was ist denn, wenn wir da sind? Dann haben wir natürlich neue Ideen, dann haben wir neue Berufungen, dann haben wir neue Gedanken, dann haben wir neue Leidenschaften, die sich auf dem Weg entwickelt haben. Ja? Und vielleicht ist es gar nicht nötig, eben immer dieser einen Berufung auch nachzugehen, sondern wirklich anzuerkennen, dass es der Weg dahin ist, dieser Leidenschaft zu folgen, dass es der Weg dahin ist, seine Ziele und seine Mission eben, seine Mission nachzugehen, ja. Und was ist, vielleicht nur so eine Frage mal in den Raum gestellt, ja, was ist, wenn es eigentlich gar nicht darum geht, immer die eine Berufung zu finden, sondern wenn es eigentlich darum geht, den Weg zu finden, ja, und auf dem richtigen Weg eben auch zu sein, ja, anstatt wirklich tatsächlich anzukommen. Also ich glaube, ich habe das Bild jetzt schon so ein bisschen aufgemacht, ne? Weil was heißt denn Thema, ne? Ankommen, Ziele und so? Also nichts gegen Ziele. Ziele sind großartig, ja, aber wir dürfen sie meiner Meinung nach einfach ein bisschen weiterdenken. Und es ist ja im Prinzip wirklich so, dass wenn wir den Weg gehen und wenn wir genießen, immer wieder justieren und wenn wir gucken, hey, und auf unsere Intuition hören, ja, und da bestimmte Entscheidungen auch treffen, dann ist es einfach, es ist ein Weg Richtung Wachstum, es ist ein Weg Richtung Entwicklung, ja. Und wenn wir daran denken, wir kommen sozusagen an dieser einen Berufung an und nehmen die dann und genau,
machen dann alles drumherum und erreichen dann quasi unser Ziel, dann ist es ja eher so dieser Stillstand, ne? Also es ist so eine Entwicklung zum Stillstand, weil dann wirst du an deinem Ziel ankommen und sagen so, ja, okay, und was jetzt? Ne? Und die Frage ist ja, wir wollen ja happy sein, wir wollen ja erfüllt sein, wir wollen glücklich sein. Darum haben wir uns doch selbstständig gemacht, vermutlich, ja. Es gibt viele Gründe, aber unter anderem haben wir uns auch da deswegen selbstständig gemacht, weil wir eigene Entscheidungen treffen wollen und weil wir eine gewisse Freiheit haben wollen, ja. Wie gesagt, es gibt mehrere Möglichkeiten, aber genau, das ist nochmal so der Grundgedanke dahinter, dass du wirklich mal so für dich schaust, dieser Weg dahinter, hast du das schon mal in Betracht gezogen oder hast du immer so ein bisschen dir einen Fünfjahresplan gemacht oder dir, ne, so eine Idee von von diesem Ziel eben erarbeitet? Und wie gesagt, Ziele sind großartig, aber denk an den Weg dahin. Ja, und dieses Sprichwort, der Weg ist das Ziel. Wir können es gefühlt alle nicht mehr hören, aber that's it. Ja, und wir gehen heute mal ein, zwei Schritte oder ja, ein paar Schritte, dass wir wirklich mal gucken, wie können wir diese Basis aufbauen. Ich kann euch hier natürlich Impulse geben. Weitergehen dürft ihr dann selber, gerne natürlich auch mit mir oder mit uns. Aber eigentlich ist auch sehr, sehr viel und alle Antworten sind eigentlich schon in euch. Was wir ganz oft nicht machen, ist uns hinzusetzen, uns Zeit zu nehmen und ehrlich zu uns selber zu sein. Weil was wir alle richtig gut können, ist uns selber anzulügen. Ja? Und zu sagen so, mach ich morgen und nie, ich kann das alles nicht. So, ne? Also deswegen gerne ab heute oder ab in den nächsten Tagen. Immer mal gucken, was sagt dein Bauchgefühl zu verschiedenen Dingen, ja, und das kannst du richtig schön im Alltag auch üben, ja, das kannst du bei ganz privaten Dingen üben, was du essen möchtest oder was auch immer und dann natürlich auch auf Business-Entscheidungen eben was heißt runterbrechen oder hochziehen, ja, und die Dinge gerade im Business, auch wenn du dir mal ein Ziel gesetzt hast, auch immer mal wieder erlauben anzupassen, ja. Also genau, vielleicht geht es einfach wirklich bei deiner Berufung und deiner inneren Stimme und deinem inneren Kompass darum, ja, dass du deiner Freude und deiner Leidenschaft folgst, ja. Und ich habe gerade schon so ein bisschen gesagt, wir gehen jetzt mal die Schritte durch, die ich euch gerne mitgeben wollen würde. Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle kommt Widerstand, weil du sagst so, ja, oder habe ich vielleicht gerade auch anders gelernt, habe ich irgendwo anders auch mal mitbekommen. Nimm das einfach, was du da hast, ja, was da ist, greif das auf und mach es zu deinem, ja. Das ist tatsächlich auch eine Message, die ich super gerne mitgebe. Alles, was du liest, alles, was du siehst, alles, was du lernst, du wirst vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mit dem, was ich sage, nicht ganz konform sein, aber mach es zu deinem, ja, und dann gehst du eben deinen Weg, dann findest du deinen inneren Kompass, ja. Und eigentlich ist es ganz einfach, wie gesagt, wenn wir mal ehrlich zu uns selbst sind und wenn wir da erstmal so einen Zugang gefunden haben zu bestimmten Themen, zu bestimmten Dingen, auch zu uns selbst halt, dann wird es auch immer einfacher. Versprochen. Genau. So, genau. Dann Number One ist, ich habe jetzt gerade schon sehr, sehr viel darüber geredet. Höre auf deine Intuition, erkenne sie, ja, und verbinde dich einfach mit deiner inneren Stimme. Ja, ich nenne es tatsächlich auch immer ganz gerne so dein innerer Sparkle. Aber wie gesagt, nimm dein eigenes Wording. Und wie gesagt, es ist jetzt so easy gesagt, aber im Prinzip kannst du es wirklich trainieren. Ja, du kannst es wirklich mal im Alltag für dich trainieren und sagen so, okay, was will ich denn eigentlich heute essen? Oder will ich jetzt nach links oder nach rechts? Oder will ich zu dem Platz oder zu dem Platz? Ja, und genau das kannst du natürlich auch fürs Business machen. Ja, ich zum Beispiel, ich treffe gar keine Entscheidungen. Also was heißt gar keine? Natürlich ist der Verstand immer präsent. Der lässt sich ja nicht ausswitchen. Ja. Aber der ist halt immer erst an zweiter Stelle. An allererster Stelle ist immer erst meine Intuition. Ja? Und wenn wir das einmal so den Zugang dazu gefunden haben, und da gibt es großartige Möglichkeiten, da gibt es großartige Tools auch dazu, ja? Dann ist es einfach, ja, das ist schon fast ein Game Changer. Ja? Was wir uns einmal erlauben dürfen, ist, sich mit uns zu verbinden, ist da so zu denken, so, ah ja, okay, mein Verstand sagt mir gerade was anderes als vielleicht meine innere Stimme.
Und das dann beides zusammenzubringen oder das auch erstmal zu erkennen, ja, Bewusstsein dafür zu haben und zu sagen, ah ja, okay, das ist es jetzt erstmal. Und das ist auch total okay. Wir müssen uns dafür nicht verurteilen, ja. Es geht tatsächlich einfach nur um das Bewusstsein immer dafür. Und wie gesagt, man kann es trainieren. Es gibt großartige auch Coaching-Tools dafür. Ne, ich sage nachher nochmal so ein bisschen so, was man dafür auch so nutzen kann. Im Prinzip, genau, Meditation, egal was es für ganz viele Leute ist, es was ganz Unterschiedliches. Ja, manche mögen Meditation, manche mögen mehr Breathwork, manche mögen eher wirklich in der Stille zu sein und gar nichts zu tun. Ja, die Gedanken einfach mal sein zu lassen. Und dir die Erlaubnis zu geben, das auch mal in deinen Alltag zu integrieren. Ja, wirklich. Also nicht nur, wenn du mal Programme entwickelst oder wenn du jetzt gerade gründest oder wenn du gerade an so einem Scheidepunkt stehst, dann ist es natürlich auch total super. Aber auch irgendwie gefühlt jeden Tag danach zu leben und danach zu arbeiten. Ja, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass jeder von euch jetzt sagt: Naja, aber mein Verstand ist halt schon ziemlich präsent. Und ja, unser Verstand ist immer ziemlich präsent, auch wenn ich eine, eine Business- oder private Entscheidung aus dem Bauch heraus treffe, ist der Verstand trotzdem da. Das ist okay. Ja? Wir haben ein Beispiel mal von einer Kundin von uns, die hat ein Programm von uns mitgemacht. Und da sind wir so verschiedene Tools und verschiedene Phasen einfach mal durchgegangen. Und sie ist einfach mal auch radikal ehrlich zu sich gewesen. Und sie hat im Podcast, ich habe ein Podcast-Interview mit ihr danach gemacht, und sie hat danach gesagt, so, hey, ich war wirklich diejenige, die sich nicht mehr entscheiden konnte, was für ein Eis ich will, ja, was für ein T-Shirt ich jetzt anziehen will, geschweige denn von meinen ganzen Business-Ideen, was ich denn eigentlich wirklich machen will. Und bei ihr war es wirklich so ein Game Changer, dann diese Verbindung mit der Intuition. Wenn das einmal klappt, dann ist es eine Erfahrung, die du halt nie wieder vergisst, ja. Und für sie war es, wie gesagt, ein Game Changer, um dann eben auch weiterzugehen, um ihr Business zu starten, um eine Entscheidung zu treffen, so was sie jetzt wirklich machen will, ja. Und genau das, also da könnte ich natürlich jetzt ewig drüber noch reden, aber ich will euch natürlich auch die nächsten Schritte nicht vorenthalten. Und das hat auch unter anderem was mit der Intuition zu tun, also mit deiner Basis im Prinzip, dass du in die Vergangenheit schaust, ja, und aber dir bewusst machst, und das ist wichtig, ja, was schon alles da ist. Ja, auch hier gibt es großartige Tools, Coaching-Tools, Möglichkeiten, das zu machen. Und auch wenn das jetzt relativ easy ne, klingt, so, ja, okay, schau mal, was da ist. Aber schau halt mal, was da ist. Ja? Schau mal, durch welche Station bist denn du gegangen? Ja? Wann ging das los? Auf welche Schule bist du gegangen? Also man kann da zurückgehen, soweit man will und soweit man sich erinnern kann, muss man vielleicht auch gar nicht. Ne? Wie war das mit deiner Selbstständigkeit? Und im Prinzip geht es auch wirklich darum zu schauen, hey, wenn mal herausfordernde Situationen waren, und die hatten wir alle in unserem Leben, ja, dass wir schauen, wie sind wir denn damals damit umgegangen? Wahrscheinlich ganz unbewusst haben wir Lösungen entwickelt, ja. Und diese Lösungen, das sind ja Strategien, die du entwickelt hast, die sind ja schon mal großartig. Das ist ja eine großartige Basis, um jetzt heutzutage auch wieder Lösungen zu entwickeln, ja. Also geh da auch nochmal in die Richtung und deswegen, also es wird mir wirklich sehr, sehr wichtig, dass wir auch wirklich sagen: Schau bitte empowered und bestärkt auf deine Vergangenheit, ja, weil auch ich, ne, komm da so ein bisschen aus einem anderen Feld, und ich habe diesen Wechsel auch hinter mir, ja, dass ich nicht immer so empowered und bestärkt auf meine Vergangenheit geschaut habe, weil was machen wir denn ganz oft? Sagen wir, oh, da habe ich irgendwie die Phase, die war irgendwie nicht gut. Also da habe ich aber nicht richtig gehandelt oder sonst irgendwas, ja. Aber dass wir hier und deswegen diese Perspektivwechsel, dass wir einfach mal schauen, dass wir es anders machen, ja. Dass wir gucken, was wirklich da ist. Und das ist wirklich unter anderem auch ein Game Changer, weil das ist uns oft gar nicht bewusst, was da ist. Ja, deswegen gerne mal notieren, gerne mal schauen, gerne mal so jetzt im Nachgang. Nimm dir noch mal ein bisschen Zeit, switch noch mal durch deine Lebenswechsel, ja, Schule, Studium, Ausbildung, Jobwechsel, vielleicht Wohnortwechsel oder was auch immer, ja, also immer dort, wo du Herausforderungen hattest, vielleicht auch Konflikte mit anderen, das auch noch mal mitnehmen oder auch schöne Sachen, ja, sind ja auch schöne Sachen, schöne Dinge, wo wir auch gesagt haben, ja, natürlich, die waren irgendwie auch herausfordernd, aber wir gehen trotzdem weiter, und da gibt es trotzdem
ja, so Lösungsmöglichkeiten, die schon in dir waren. Und die kannst du jetzt ausbauen, ja, die kannst du natürlich nutzen und dann für dich weiter nutzen und für dein Business jetzt auch nutzen und für deine Intuition oder kombiniert mit der Intuition, ja. Genau. So, und dann kommen wir zu unserem Warum, Überraschung. Das gehört ja einfach dazu, ne? Der Purpose. Immer wenn wir natürlich über die innere Stimme, über den inneren Kompass sprechen, dürfen wir natürlich gerade, wenn es um das eigene Business geht, halt wirklich sagen, so, okay, was ist denn jetzt eigentlich mein Warum? Und ich weiß, wir haben, also wer schon mal in einer Session von mir war, wir haben da auch schon drüber gesprochen. Und man hört es ja gefühlt an jeder Ecke, ne? Finde dein Warum und so weiter und so fort. Und ja, it's important. So. Irgendjemand hat hier seinen Ton an. Ah ja, okay. Genau. Und da auch mal genauer hinzuschauen und da echt mal ehrlich zu sich zu sein. Und das muss ganz ehrlich, das muss kein riesiges Warum sein. Nicht im ersten Moment. Wer jetzt schon dasteht und sagt, hey, ich möchte die Welt erobern. Geil, ne? Also go for it. Den halten wir natürlich nicht auf. Aber was ist denn eigentlich, wenn man zum Beispiel, je nachdem, an welchem Punkt ihr gerade steht, ja, wenn man zum Beispiel gerade aus dem Job raus ist und gründen will oder gegründet hat oder in so einer Zwischenphase ist oder sich gerade erst überlegt, so hey, ich will irgendwas anders machen oder die Unternehmer, Unternehmerinnen unter euch, ja, die gerade an so einem Scheidepunkt vielleicht auch stehen. Und sagen so, ja, okay, mein Business hat bisher ganz gut funktioniert, aber ich merke, da ist irgendwas anderes, ja. Natürlich dürfen wir uns dann nochmal mit dem, was wir eigentlich wirklich wollen, auseinandersetzen, ja. Und das kann, wie gesagt, ein riesiges Warum sein, muss es aber nicht. Und ich würde euch auch tatsächlich gerne einladen, mal in die Richtung zu gehen, dass es auch fast unabdingbar ist, dass wir erstmal so ein egoistisches Warum auch für uns entwickeln, ja. Das heißt, keine Ahnung, Verbesserung des eigenen Lebens, was auch immer das für dich bedeutet, mehr Geld, mehr Zeit, mehr Reisen, mehr Urlaub, was auch immer, ja. Also das ist ja für jeden super individuell. Und that's the way to go, ja, dass wir in dem Sinne aus diesem Warum und da auch wirklich mal ehrlich sein. Und ne, auch hier gibt es natürlich wieder großartige Tools. Ist ja jetzt hier momentan nur eingebettet in das Größere, in diesen inneren Kompass und in das Thema. Und dann ist es ja so, okay, was passiert dann? Ne? Wir wollen ja dann auch losgehen. Ja? Und tatsächlich, was wir oft machen, wir Menschen, weil es ja ein bisschen schwieriger ist, das Warum zu finden und sich auch mal ehrlich zu fragen, was will ich denn eigentlich wirklich? Überspringen wir das. Ja? Wir sagen ganz oft, okay, ja, was muss ich denn jetzt machen und wie mache ich es denn jetzt? Also wir wollen immer gleich in die Umsetzung gehen, was auch total cool ist. Aber wie gesagt, wir dürfen einmal kurz in die entspannte, zurückgelehnte Haltung kommen und gucken, was wir denn wirklich wollen, weil das ist einfach super wichtig und die Basis für das Was und Wie. Ja? Weil auch hier, ne, ich sage es jetzt so easy, leite dabei einfach dein Wie und das Was ab. Aber ganz ehrlich, wenn du weißt, wo du hingehst, beziehungsweise was dein Warum ist, dann hast du da eine innere Haltung gegenüber entwickelt. Und dann weißt du einfach, was als nächstes zu tun ist. Und das Wie eben auch. Ja? Und natürlich gibt es dann auch nochmal Experten, es gibt tausende YouTube-Videos und so weiter und so fort. Und das ist auch alles großartig. Also hol dir das gerne zu Hilfe, wenn du brauchst. Aber erst, wenn du dein Warum safe hast, beziehungsweise ansatzweise, ne? Weil was ich auch oft schwierig finde und was ich auch bei meinen Kunden manchmal sehe, ist, okay, man ist dann ewig auf der Suche nach dem Warum und geht halt nicht in die Umsetzung, was auch schade ist, ne? Wir können natürlich Dinge auch parallel machen, das dürfen wir auch nochmal vor Augen führen, ja? Aber im Prinzip ist es wirklich so, dieses, was dann passiert und wie du es dann machst, das weiß, also wenn du auf deine Intuition hörst, dann weißt du das einfach, ja? Oder im allerersten Schritt weißt du einfach, was du nicht machen willst. Und dann kannst du dir auch im Prinzip die nächsten Schritte ausmalen, in Anführungszeichen, was du eben machen möchtest. Ja? Und es ist einfach, du verkörperst ja dann diese innere Haltung, die du hast, du verkörperst ja dann einfach deine Vision und das, was du eben erreichen möchtest. Ja? Und darauf bauen sich natürlich diese Schritte auf. Wer vielleicht schon mal was von Simon Sinek's Why, How, What gehört hat, genau, ich sehe hier so ein paar nickende Gesichter. Genau, und also ne, da kann man gerne noch mal ein bisschen tiefer reingehen, weil das ist tatsächlich, das ist der Kern, ne? So aus diesem Warum heraus, aus diesem inneren Kreis heraus, wirklich danach die Handlungen eben zu vollziehen. Also.
Genau, auch hier könnte man natürlich super gerne noch ein bisschen tiefer reingehen. Aber an der einen oder anderen Stelle, genau, will ich einfach hier auch nochmal genau die nächsten Schritte mit dir durchgehen. Und da geht es wirklich auch nochmal darum, bevor wir in die Umsetzung gehen, weil jetzt kommen nochmal zwei Schritte, da wirst du vielleicht denken, ja, okay, können wir jetzt nicht mal langsam in die Umsetzung gehen? I feel you. Aber wir dürfen uns natürlich auch erstmal bei all dem, was wir dann vorher erarbeitet haben, weil das eigene Warum und in die Verbindung mit der eigenen Intuition zu kommen, wenn wir das noch nicht so gewohnt sind, kann auch ein bisschen tricky sein. Ja, da werden Fragen aufkommen, da werden Dinge aufkommen. Und da genau kannst du dich einfach mal entspannt auch zurücklehnen und dich auch für weitere Impulse öffnen. Ja, denn die werden kommen. Das ist einfach quasi Gesetz der Anziehung, beziehungsweise du bist einfach viel offener dann für bestimmte Dinge. Ja, du kannst dich loslassen oder ja, Dinge loslassen, alte Glaubenssätze loslassen, ja, die wir einfach in uns haben. Und auch mal hier in dieser Phase ist es auch mal schön zu sehen, so hey, mal zu gucken, was kommt denn zu mir, was möchte ich denn vielleicht auch gerne machen? Und dann wird der Verstand sich wieder einschalten und sagen, so, ah ja, macht das Sinn? Ja. Und immer wenn diese Frage kommt, so dieses, hey, macht das Sinn, dann hinterfrag einfach mal, warum nicht? Ja. Kleines Beispiel mal von mir. Ich bin seit 5 Jahren selbstständig, habe mein Unternehmen seit 5 Jahren aufgebaut. Ich habe vor Corona 2019 meine Yogalehrerausbildung finalisiert und das heißt, ich habe 2018 angefangen. Ja? Damals war es einfach nur ein Impuls und ich habe zwar parallel jetzt so darin gearbeitet, es war just for fun, ja? Es war eine Leidenschaft von mir und ich wusste aber nicht, warum ich das tue. So heute, ne, habe ich mich dafür entschieden, all diese Themen, weil das ist ja das, was auch zu mir gehört, ja, das ist Teil meiner Fähigkeiten, all diese Themen in unsere Arbeit und unsere Programme mit einfließen lassen, ja, um eben das, was wir vom Verstand lernen und diese Tools und Skills und Sessions, die wir haben, daneben auch nochmal ja, auf körperlicher Ebene zu integrieren, was bei sehr, sehr vielen ja einfach auch ein super wichtiger Schritt ist, ja. Nicht jeder, also es gibt unterschiedliche Wege, auch Dinge zu integrieren, aber dass wir da eben auch mal wirklich schauen, dass wir uns dafür öffnen. Anderes Beispiel, ja. Letzten Sommer haben Jennifer und ich darüber geredet, wie wir gerne Business Retreats machen wollen. 2 Wochen später kriege ich eine Anfrage, also in so eine Gruppe, und dass jemand Unterstützung, unter anderem auch im Yoga-Bereich, für Retreats haben oder braucht. Und ich hätte diese Anfrage überlesen, wenn ich nicht offen dafür gewesen wäre. Wenn ich nicht diesen Impuls, also wenn diese Zeit und dieser Raum nicht offen gewesen wäre für diesen Impuls. Was daraus entstanden ist, ich wurde zu diesem Retreat eingeladen, ich bin nicht die Yoga-Lehrerin geworden, sondern eine Helping Hand. Daraus ist eine großartige Freundschaft entstanden. Und es passieren gerade noch ganz, ganz viele Dinge auf Basis dieser Entscheidung, die wir damals getroffen haben oder die damals passiert ist. Also schaut einfach mal wirklich diese Impulse, die kommen. Oder ihr kennt alle dieses Beispiel. Man denkt an Menschen irgendwie und sagt so, okay, den müsste ich mal wieder anrufen und am nächsten Tag ruft der oder diejenige an. Ja? Und da einfach auch mal genauer hinzuschauen und da mal zu schauen, so, hey, ich gehe jetzt nicht gleich in die Umsetzung. Ich weiß, wir machen das alle immer total gerne, aber wir nehmen uns noch mal kurz einen Atemzug und wir gehen dann noch mal nicht gleich drüber, sondern nehmen uns auch noch mal im 5. Schritt die Zeit und integrieren. Ja, wir empfangen im Prinzip, weil, wie gesagt, die Erkenntnisse, die vorher waren und auch das, was in Schritt 4 gekommen ist, ja, das muss man manchmal auch gerade so aus so einem eher hektischen Alltag, je nachdem, wie dein Alltag ja, so gebaut ist, muss man auch erstmal verarbeiten, ja, mit neben all den Dingen, die ja trotzdem noch in unserem Alltag sind. Ja, also darüber, wie ich jetzt erzähle und wie wir unseren inneren Kompass finden, das machen wir ja alles parallel in unserem aktuellen Alltag. Ja. Wie stressig der ist, wie auch immer, ne? Also das entscheidet jeder selbst. Aber dass wir da einfach wirklich nochmal sagen, okay, wir nehmen uns jetzt wirklich die Zeit. Ich habe eigentlich schon eine Idee, loszugehen. Ich will eigentlich auch schon losgehen. Du kannst natürlich auch gerne schon erste Schritte machen, ne? Darum geht es ja nicht. Aber es geht da tatsächlich einmal so ein Bewusstsein zu erschaffen für dich selbst, was jetzt auch richtig und wichtig für dich erscheint, mit all dem, was du vorher halt gemacht hast. Ja.
Und das auch im Alltag mal so ein bisschen zu praktizieren und da so eine, ja, so einen Empfangsmodus beziehungsweise so einen Integrationsmodus eben auch zu haben. Genau. Und dann, ihr habt es euch schon fast gedacht, wir gehen natürlich auch los, ne? Wir machen nicht genau einfach nur diese Vorarbeit, sondern natürlich gehen wir auch los, weil die letzten 5 Schritte waren natürlich im Prinzip die Vorbereitung für all das, was jetzt kommt, ja, was jetzt in die Welt raus darf. Und ganz ehrlich, ja, wir schreiben uns manchmal Dinge auf, dann klappen wir unser Journal wieder zu. Und dann schieben wir es weg und machen nichts. Ja? Und allerspätestens nach heute würde ich mir wünschen, dass jeder von euch und jeder na, einfach wirklich einmal für sich diese Schritte durchgeht und wirklich sagt, so auch ehrlich ist, ja, radikale Ehrlichkeit ist hier gefragt, und sich mal die eigene Vision, egal wie groß, wie klein, wie egoistisch, wie whatever, wer noch involviert ist, ja, und dass du nicht nach dem Modus gehst, ach ja, wäre doch irgendwie schön, wenn es gemacht wird, sondern du gehst genau jetzt und hier dafür los, ja, weil dafür machst du das ja alles auch und dafür baust du dir ja auch, oder was heißt baust, aber dafür gehen wir ja auch in die Verbindung mit unserer inneren Stimme, ja, weil dann ist es einfach auch, du hast ja auch den inneren Drang, dann einfach loszugehen, ja, und zwar mit all dem, was dir heute zur Verfügung steht, und dann gehen wir nochmal ganz kurz in Erinnerung in Schritt 2, ja, wir gucken heute, jetzt hier und heute in diesem Moment vielleicht anders auf Dinge in die Vergangenheit, als vielleicht auch in 1, 2, 3 Monaten, Jahren oder wie auch immer. Ja? Und auch da dürfen wir natürlich immer wieder diese Schleifen gehen. Und deswegen ist es mir nochmal wichtig, dass wir wirklich sagen, wir gehen jetzt los mit dem, was heute da ist. Ja? Und das kann, wie gesagt, du kannst in ein paar Jahren schon wieder eine andere Ausbildung haben. Du bringst ja immer mehr Erfahrung mit, immer mehr mit. Umso mehr Menschen du sprichst, umso mehr Erfahrung bekommst du. Mit umso mehr Kunden du zusammenarbeitest, umso mehr Erfahrung bekommst du. Das heißt, es kann sein, dass deine Berufung eben auch im nächsten Jahr schon wieder ganz anders aussieht. Vermutlich wird sie nicht komplett abweichen von dem, was heute ist. Ja? Aber wir dürfen uns nochmal erinnern, dass wir Dinge justieren dürfen, dass wir uns erlauben dürfen, erstmal uns selbst und es dann natürlich auszusprechen, ohne dass wir von den anderen verurteilt werden und sagen so, ey, aber letzte Woche hast du noch gesagt, du hast das und das vor. Ne? Also das ist wirklich so diese Erlaubnis dann an der einen oder anderen Stelle. Genau. Und genau, das ist nochmal so mein Wunsch an euch, dass ihr wirklich guckt, wenn ihr diese Basis, diese Verbindung zur inneren Stimme, also wenn ihr euren inneren Kompass gefunden habt und wie gesagt, da lohnt es sich, sich mal hinzusetzen, sich Zeit zu nehmen, je nachdem, an welchem Punkt du gerade stehst. Manchmal, heutzutage schaffe ich es gut, in meinen Alltag zu integrieren, ja, ansonsten nehme ich mir auch gerne zwischen den Jahren ein bisschen Zeit oder eben auch, wenn neue Programme oder so anstehen, ja, also da schau einfach, was ist so dein Rhythmus einfach auch, ja, und was welchen Themen willst du auch Ausdruck verleihen? Ja, wo willst du hin? Und dann eben wirklich zum einen, du erinnerst dich nochmal an deine eigene, an dein Warum, ja, also vielleicht das eigene Egoistische, damit es dir besser geht und damit du dann eben auch anderen wieder helfen kannst oder was auch immer deine Vision ist, die Welt verändern willst oder was auch immer. Ja. Und natürlich immer im Einklang mit der eigenen Stimme und wirklich nochmal die Erinnerung, dass du dich immer darauf verlassen kannst, egal, auch wenn der Verstand mal wieder ein bisschen stärker ist, gerne nochmal durchatmen, gerne nochmal kurz zurückgehen. Wenn manchmal Gruppen, also Entscheidungen in Familien oder in Teams vielleicht auch gemacht werden, ja, lass dich davon nicht überrollen und schau halt wirklich einfach, okay, was ist in dir, was würdest du machen und das dann eben auch nach außen bringen und entwickel da für dich auch Strategien, wo du wirklich sagst, so, okay, vielleicht manchmal, wenn zu viel im Außen ist, hört man es einfach nicht, ja? Sind wir abgelenkt oder was auch immer? Aber dann entwickel Strategien morgens, mittags, abends, wann auch immer, beim Mittagessen, kurzer Spaziergang, kurz mal auf die Couch setzen, mal tief durchatmen. Es muss gar nicht immer die Meditation sein oder es muss gar nicht immer ein Coaching sein oder was auch immer, sondern wirklich gucken, was brauchst du, um wieder in diese Verbindung zu deinem inneren Kompass zu kommen, um dann eben auch Business-Entscheidungen und auch andere Entscheidungen zu treffen. Genau. Und natürlich die Message nochmal an dich. Ich hatte es anfangs schon gesagt, dass wir den Weg einfach genießen, ja. Und dass es nicht einfach so ein schwerer Weg wird, sondern dass es ein richtig cooler Weg wird, ja. Und den gestalten wir natürlich. Und auch hier hast du natürlich eine gewisse, ja, Gestaltungsfreiheit einfach.